Hallo Leute und willkommen zurück in der Welt von Corinnes. Kenio hier und diesmal geht's hier weiter mit Matt, der mich schon wieder angesprochen hat, Oh Gott, ich reime. Egal. Hat mich angesprochen, bevor ich die Aufnahme gestartet hatte, aber naja. Er sagte immer so wichtige Sachen, ich dachte mir, das wird euch sehr interessieren, wenn ich euch das erzähle. Bei der letzten Aufnahme ging es ein bisschen schief. Habe hier einen kleinen Schalter vergessen eben bei dem Mikro, das ist diesmal besser. Habe ich schon getestet, es funktioniert. Und jetzt werden wir, kurz mal schauen, was wir zu essen hier haben. Ah, da ist nichts, was zu kochen gibt. Sehr gut. Da ist Wetter rein, wollte ich mal schauen. B, wir haben 27 Lernpunkte. Jawohl. Wir gehen jetzt mal zum, wie ist der Typ nochmal? Bei der Arena, den Typen, weiß gar nicht wie er heißt, und lernen die nächste Stufe für Einhandkampf. Ich will gleich mal beim Kämpfen einigermaßen gut sein. Sketti. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, das Geld habe ich. Bring mir bei, noch besser mit Einhandwaffen umzugehen. Na gut, die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt mehr Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Gut. Der nächste Schritt ist, du musst deinen Körper mehr einsetzen. Wenn du zweimal geschlagen hast, dreh dich um die eigene Achse, damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer von rechts nach links. Und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Kampfes. So, das heißt, Einhand müssten wir so gut wie fertig haben. Das schauen wir jetzt kurz mal auf B. Einhander gemeistert, 10%, Volltrefferchance 10%. Na, das hört sich doch gut an. Werden wir gleich mal Spiel speichern hier und versuchen, den Typen herauszufordern. Die Rüstung ist zwar immer noch ziemlich gering. Wo kommst du denn her? Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich jemanden gefunden hast, der dich versteht. Ich komme aus Corinnes. Warst du schon mal dort? Ist ja eigentlich auch egal. Ja, es ist wirklich egal. Gut, also Kirgo, probieren wir, gespeichert habe ich. Lass uns kämpfen, bist du bereit? Folge mir. Ich folge dir. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Hast du was zu essen? Alter. Stör mich nicht. Du lernst schnell. Du bist einfach nur nervig. So. Dann wollen wir mal. So, okay, es ist möge der schwierig. Bessere gewinnen. Der hat genug. Versuch das nicht nochmal! Also wir machen zwar Schaden bei ihm, aber er macht viel zu viel Schaden bei uns. Dementsprechend lassen wir das mal. Wir brauchen noch eine bessere Rüstung. Sprich mich nicht an, sprich mich nicht an. Stärke ein bisschen höher treiben, würde ich sagen. Damit wir ein besseres Schwert auch nehmen können. Wir haben geschlafen, das heißt eigentlich müsste nicht der Buddler. Snuff. So, mal schauen. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Klar, heute ist aber alles schon auf. Komm morgen wieder. Gut, dann kriege ich von ihm nichts. Diesmal habe ich vergessen. Macht ja nichts. Wo ist mein Handy? Ah, egal, dann werde ich... Nee, nicht egal. Währenddessen, dass wir kurz mit Diego reden, hole ich mir was. Kannst du mir was beibringen? Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu steigern. Kampfkraft, genau das würden wir brauchen. Daher, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ist mir egal. Nur hier noch einstellen. Perfekt. Wir haben 7 Punkte noch übrig. Da werden wir jetzt 5 in die Stärke setzen mal. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Perfekt, danke. Mach's gut. Ach Gott. Wo kommst du denn her? Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich jemanden gefunden hast, der dich versteht.
Ich komme aus Korinis. Das hatten wir schon. Das lassen wir mal. So, Stärke haben wir jetzt 15 Punkte. Da könnten wir vielleicht sogar eine bessere Waffe dann nehmen mit 15 Punkten. Gehen wir mal zur Schmiede. Müsste ja rechts sein. Wie es ist normal, wie es normal ist bei einer RPG, um es richtig zu sagen. Man muss sich ja ausrüsten. Immer besser, immer bessere Waffen und immer mehr Stärke, damit man was reißen kann. Weil wenn man das nicht macht, sieht man ja, Kirgo besiege ich noch nicht mal und der Typ ist ziemlich schwach. Ich höre nicht mehr. Da hinten müsste, glaube ich, die Schmiede sein. Zumindest ist hier mein Bett. Früher wäre das nicht so passiert, nicht wahr? So. Da haben wir den Schmied. So. Ich möchte den... Okay. Oh, der hat viele Sachen jetzt mittlerweile. Alter Schwert, grobes Schwert. Hat er was Besseres wie ein grobes Schwert auch noch? Nee. Bin ja mit meinen genauso gut wie er. Dann bringt's nichts. Wir könnten ein bisschen Rohstahl noch kaufen, um eben ein bisschen was wieder zu verdienen. Machen wir mal kurz 5 Stück Rohstahl. Und ich gebe ihm dafür jetzt mal die Sachen. Hier die Spitzhacke behalten wir. Und Hammer brauchen wir nicht, Becher brauchen wir nicht. Manzflasche ist gut, Kochlöffel, dort behalten wir. Wolfsfell. Ich höre nicht mehr, was gemeint. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Oh, zu viel. An deiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Das ist wirklich nicht mein Problem. Perfekt. So, geh weg. Lass dich auf die Wand. War doch klar, dass du... Mal schauen, wie viel du jetzt rausbekommen. Fünf haben wir gekauft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus den 5 sind 6 geworden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ist mehr geworden. Interessant. Danke. Okay. Sind 6 und 7 geworden. Aber bei dir machen wir das nicht. Die verkaufe ich dann unten bei einem anderen Händler. Ich will ein bisschen Gold dafür bekommen. Die aus dem neuen Lager dürfen noch ein bisschen Gold haben. Schauen wir mal. Ich darf nicht vergessen zu speichern. Ansonsten haben wir wieder dieses Fallproblem. Das wollen wir natürlich nicht. Also ich zumindest nicht. Verlass dich auf jemanden, nur du bist verlassen. So, mein Junge, was hast du denn? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, Erz hätte ich gerne. Okay, gut. Zumindest Heiltränke mal. Heiltränke sind auch ziemlich gut. Nehmen wir das. Grobes Schwert, grobes Schwert. Das ist ein... Das ist schon zu viel wert. Wir haben ja noch hier drüben die Krallen. Vielleicht komme ich mit denen. Und einen Erzbrocken geben wir ihn. Passt genau. An. Perfekt. Und schon haben wir ein paar Heiltränke mehr. Heiltränke werden auf jeden Fall noch nötig werden. Dexter, du hast doch ein paar Waren, oder? Zeig mir deine Ware. Ja, mein Kaffee ist alle. Ich habe hier nur den besten Stoff. Aha. Aber keine Waffen. In grüner Novize.
paar Dietriche, Traumhof. Okay, 200 Erzpocken. Die geben wir mal in die Krallen und alles. Auf 200 dürfen wir hoch. Schlüssel auch. Flügel brauche ich auch nicht. 202. Mal schauen, was wir denn noch bekommen. Auf jeden Fall mal alle Erzpocken. Aber wir können die Helltränke auch noch gleich nehmen. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Nächsten Haut. Ich glaube kaum, dass ich daran was Karte kann ein großes Gebiet im Südwesten. Trotzdem werden wir uns die mal nehmen. Dann die Tränke. Uiuiui, das wird teuer. Schauen wir mal, wie hoch das ich noch komme. Nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sumpfkraut verkaufe ich in neuen Lager, die glaube ich geben mehr her. So, aber wir haben ja noch die Schwerter. Gequatscht wird viel. Ja, gequatscht wird viel, das stimmt. Man muss eben aufpassen, was man drum erzählt. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Absolut idiotisch. Klar, dass das Ärger gibt. Da werden wir noch ein paar. Absolut idiotisch. Solange ich damit nichts zu tun habe. Alter, was habt ihr für Gesprächsthemen da drüben? Gibt's ja nicht. Auf das Gefasel. Ein paar Pilze noch, finden habe ich sowieso ein paar zu viel. Auf 75. Perfekt. Solange ich nichts damit zu tun habe, lass uns lieber. Jetzt haben wir nämlich eine große Karte. Die schauen wir uns gleich mal an. Wenn ich sie finde. Hier. Karte der Kolonie. Sehr schön. Okay. Es ist ja hier in der Mitte das alte Lager, wo wir drin sind. Wir sind schon hier rechts zum Sumpf gegangen. Das ging um den Wald rum eben. Ich kann es mit der Maus eben nicht zeigen, weil ich nirgends mit der Maus hinfahren kann. Aber es ist einigermaßen. So, links ist das neue Lager, ganz links eben. Und die Ork-Südwesten, ja, das ist der Ork-Teil, der fehlt, ist ja klar. Ork-Teil fehlt, wer will das auch erkunden? Wo ist... Da ist die Brücke, da ist der Weg. Da hinten ist die alte Mine. Gut. So, jetzt reden wir noch mit dem Fisk. Schauen wir noch kurz, was für eine Waffe ich derzeit habe. Butlerzucht, 10 Stärke, 20 Schaden. Ich kann jetzt auf 15 Stärke gehen. Zeig mir deine Ware. Also, 20 Schaden. Die groben Schwerter machen auch 20 Schaden. Und ich glaube, er hat nichts Besseres. Nee. Gut. Dann können wir bei ihm auch nichts. Schade. Eine Rüstung könnten wir uns noch holen, aber mir reicht, glaube ich, die leichte. Gut. So ist es nun mal. Man kann nicht immer was Besseres holen. Jetzt gehen wir zum Melvin. Da müsste da oben, nicht Melvin, Dusty. Da müsste da sitzen. Aha, Dusty. 19 für die Bruderschaft. Wieso geht das nicht? Okay. Reden wir mal mit den Gardisten in der Nähe von den Toren. Was hat der noch? Rüssler hat, glaube ich, nichts mehr mit denen zum Reden. Nee. Es muss doch einen Weg gehen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt einen Fehler haben bei der Quest, dass ich nicht den hier nicht mehr rausbekomme. Reden wir mal am Fronttor mit den Leuten, ansonsten muss ich... Wer bist du eigentlich? Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Naja. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus.
Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Ist ja klar. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Okay. Naja, gut, haben wir jemanden, mit dem wir dann reden können. Torus, glaube ich, mag uns noch. Ich wüsste nicht, warum das uns nicht mal mögen sollte. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Okay. Das sage ich lieber nicht. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Diego. Ah, da haben wir noch was. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Okay, dann kriege ich dich später. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Na gut. Okay, dann probieren wir es nochmal. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber okay. Ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Okay. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Schön. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Also Leute, nicht herhören. Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Na, der Händler. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Okay. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Okay. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ich weiß ja, wo er steht. Dann kümmern wir uns. Ich kümmere mich darum. So, das heißt, wir haben Auftrag von Torus. Gut, Spiel speichern, das machen wir mal hier. Jetzt rede ich nochmal an der Front hier mit den Leuten. Werde ich noch verfolgt von ihm. Hey, wo ist der Typ hin? Ha! Ich habe meinen Verfolger verloren. Yay! Bin ich happy drüber. So, Torwache. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Okay, der ist nicht sehr gesprächig. Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Wie zum Henker geht das jetzt weiter? Ich habe echt ein Problem. Ich bekomme ihn nicht raus.
glaube kaum, dass sich daran was ändert. Ich höre nicht mehr. Wahrscheinlich ist er war nicht besonders schlau. Mach's gut. Es ist echt ein Problem, dass ich jetzt nicht den Typen rausholen kann. Das wäre ein schöner Auftritt gewesen. Hätte ihn nur eskortieren müssen ins neue ins Sumpflager und die Geschichte wäre abgeschlossen gewesen. Aber es geht nicht. Ich verstehe zwar nicht, warum das nicht geht, aber es geht eben nicht. So, jetzt wird hier eine kleine Speicherung notwendig, weil Mordrak ist stark. Und ich glaube, dass dann noch ein zweiter ihm helfen könnte. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, ob ich ihn schaffe. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So, dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Wahrscheinlich hast du recht. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Mal sehen, ob es funktioniert. Nein, das darf ich nicht. Mach, dass du aus diesem Lager verschwindest. Große Worte für einen kleinen Mann. Steck die Waffe weg! Der läuft davon. Lauf nicht davon, Junge! Lass uns lieber was an. Waffe weg! Ich ärgere nur den Typen. Alter, lass mich in Ruhe. Keine Zeit. Ich muss ihn noch beklauen. So. Schauen wir mal, was er sagt. Töten tue ich ihn nicht. Er soll nur verschwinden. Na komm, schaffst du es auf, oder? Mach, dass du wegkommst. So. Glaubst du, dass du... Komm, Junge, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Auftrag von Thoros. Töten tue ich ihn lieber nicht. Hätten ihm sicherlich mehr gefallen. Wir können das sonst nochmal laben. Schauen wir mal, wie ihm das gefallen hat. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Wisst ihr was, Leute? Der war nicht so schwer. Probieren wir das Ganze nochmal. Und töten wir ihn diesmal. Jetzt steht der einmal da. Jackal. Machen wir mal sowas. Na, wie sieht... Du kannst nach wie vor auf mich zählen. Perfekt. Ich kann auf ihn zählen, ansonsten würde er nämlich nicht... Würde er mir entweder nicht helfen oder gegen mich arbeiten. Okay. In diesem Lager... Das hatten wir schon mal. Wir machen jetzt gleich mal... Mach, dass du aus diesem Lager verschwindest. Große Waffe. Steck die Waffe weg. Ein kleiner Windstoß und er wäre von alleine umgefallen. Schade, er hat uns vorher besser erwischt. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Nee, das werden wir schon hinbekommen. Das werden wir schon hinbekommen. Stell dich schön hin, stell dich schön hin. Ja, ich muss dich in die Enge treiben.
So. Bitte. So. Lass uns lieber los. Große Wort. So. Man muss ein bisschen das ausnützen. Weg mit der Waffe, weg damit! Ich jag den Typen, lasst mich in Ruhe. Ein Kampf! Was hast du? Geschieht ihm recht! So. So, und das war's. Das war's mit ihm. Man sieht es schön daran, ein bisschen Blut hier verteilt. Für so ein altes Spiel eigentlich gute Effekte. Wartet mal, ich nehme mal die Maus. Ja, ja, der steht nicht mehr auf. So. Dementsprechend wird Thoros jetzt gut auf uns zu sprechen sein. Die Magierin. Hast du was zu essen? Alter, komm mir nicht so nahe. Lauf! Namenloser, lauf! So, mal sehen, was Thoros jetzt sagt. So. Mordrak wird nie wieder irgendwen bestehlen. Du hast ihn geschafft. Nicht schlecht, Kleiner. So, jetzt fragen wir mal die Jäger, wie es mit unserem Einfluss aussieht. Das wirkt sich nämlich gut auf uns aus, würde ich sagen. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Skelti hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Okay, das braucht noch ein bisschen. Gespannt, ob du Karim herausfordern willst. Das braucht noch. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Na, sehr gut. Er hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Na klar. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Thoros sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Jawohl. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Aber die Prüfung des Vertrauens liegt noch vor dir. Gut, dann fehlt eigentlich nur noch den Skelti. Mach's gut. Hier. Glaubst du, dass uns mal jemand von außerhalb besucht? Wohl kaum. Was? Weil die kommen ja dann nicht mehr raus, oder? Du bist so gut. Du bist so gut. Ich lass lieber. So. Wir gehen jetzt ins zum Minenlager. Also Minenlager zur Mine. Karte zur alten Mine. Braucht ein bisschen zu laden. Aha. Gehen wir durch den Wald. Probieren wir das. Wenn wir durch den Wald gehen, müsste es genau passen. Dass wir ein paar Monster auch erwischen. Ein paar Wölfe, denen können wir das Fell abziehen. Witzig. Und auf jeden Fall auch noch Kräuter und so finden. Das heißt, wir müssen hier lang. An den Wachen vorbei. Ja, grüße euch Leute. Und in den Wald. Und aufpassen, dass wir nicht meine Lieblingskreatur hier finden. Den Schattenläufer. Unser Begleiter verlässt uns nach dem ersten Kampf mit einem Monster gleich. Also kein Problem. Den sind wir gleich los. Jetzt, wo du bei mir bist, können wir ja mal einigen Arschlöchern aufs Maul hauen. Die haben mich jahrelang getriezt. Wenn ich einen von denen sehe, dann sag ich ihnen die Meinung. Weißt du was? Hau ab. So, ihn sind wir los. Jetzt holen wir uns die Scavenger hier. Sind schon mal ein paar Erfahrungspunkte. So.
typisches RPG-Verhalten. Am Anfang wären wir fast an zwei gestorben. Mittlerweile sind die kein Problem mehr. Man wird einfach immer stärker. Aber das kennt ihr ja sicherlich. Mir gefällt sowas. Ich habe das gerne, weil man trainiert ja eben. Da darf man auch ein bisschen stärker werden. So, hier ist ein Wolf. Den müssten wir ohne Probleme eigentlich... Ich sehe nicht, das ist ein Problem. Ja, ein Wolf, kein Problem. Zwei Wölfe, etwas schwieriger. Da ich ihn nicht gesehen habe, hatte ich ein Problem. Oh, das sagt mein Handy gerade. Wir haben hier die Zeit erreicht. Wir sind ja an einem guten Punkt. Wir haben ja auch gespeichert. Würde ich sagen, also so. Danke Leute fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder hier dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. See ya. Oh,